Willkommen zu einer neuen Folge von Heroes and Generals. Heute beginnen wir mal eine komplett neue Runde. Ihr seht gerade, The Battle Starts in 40 Seconds. Die müssen wir noch ausharren, aber bis dahin werde ich euch ein bisschen was erzählen, denn nächste Woche Sonntag kommt um 11 Uhr kein Heroes and Generals, einfach da, weil ich in der Woche bei der Gamescom bin und ich da übergangsmäßig was anderes geplant habe für die komplette Woche. Ja. Also wird es ein bisschen vom Upload her ein bisschen wirr sein, also lasst uns ja mal nicht aus der Ruhe bringen. Ihr werdet dann schon sehen, was ich vorbereitet habe. Und ich kann schon mal so viel sagen in der heutigen Runde. Wir werden eine modifizierte G43 haben. Also das Gewehr 43 von der letzten Folge haben wir ein bisschen umgebaut. Ich habe da ein anderes Visier drauf gepackt. Nennt sich, Moment, lass mich überlegen. Competitive Sight oder so, also kompetitives Visier oder so ähnlich, keine Ahnung, ob das so die richtige Bezeichnung war. Ist eigentlich nur insofern gut, dass man mehr Präzision hat und mehr Stabilität. Dafür bisschen geringere Reichweite. Man hat, glaube ich, dafür 7000 Credits bezahlt oder sowas. Also recht okay, denke ich mal. Und mal gucken, wie weit wir heute kommen werden, wie lange die Runde gehen wird. Ja, ich weiß nicht, ich habe eben schon eine Runde gespielt. Und der hat ja auch neu begonnen, die Runde. Und da ist irgendwie schon nach 5 Minuten die Runde zu Ende gewesen. Also es war sehr kurz und das habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht. Das ist mir viel zu kurz und das muss nicht sein. Der hier, der hält bestimmt nicht an. Nee, mit seinem Jeep. Mit seinem deutschen Kraftwagen da hier. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall Egoist, fährt leider weiter. Brauchen wir nicht. Wir sind mobil, wir laufen schön zu Fuß, zu Punkt C. Und da fing ich schon die ersten Kugeln. Weiß gar nicht, sieht man da einen Unterschied beim Visier? Müssen wir mal gucken von der letzten Folge. Sieht man da einen Unterschied? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss aber schon sagen, ich habe jetzt schon ein Spiel mal offscreen gespielt und eben erst nochmal die eine Runde da, die 5 Minuten zählt, aber jetzt wirklich nicht viel. Ich muss sagen, es macht wirklich viel Spaß, ja. Also, das, was es momentan hier geboten wird, ist schon sehr witzig eigentlich. Ich hoffe mal, das wird auch dabei bleiben. Nicht, dass es irgendwann heißt, hier Viper, du musst hier XYZ Euro bezahlen, damit du das und das und das machen darfst. Ich hoffe, soweit wird es nicht kommen. Einer von euch hat in den Kommentaren geschrieben, dass er mit Free-to-Play-Waffen eigentlich auch richtig gut ist und die Pay-to-Win-Waffen, die man sich kaufen kann, für echt Geld, dass die gar nicht mal so gut sind. Aber naja, wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen werden hier als die offiziell zweite Multiplayer-Folge von Heroes Generals auf meinem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, damit ich weiß, wird euch die Runde gefallen hat und das Gameplay und allgemein das Spiel euch super gefällt. Ist ja cool, dass da vorne einer jetzt rumrennt. Ich mach mal eine Granate hin. Oh, natürlich genau Friendly Fire. Scheiße. Naja. Hatte Ximikat mal Pech gehabt. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um. Wow, warning, you killed a friendly soldier. Was soll ich denn machen mit dem... Weißt du, das ist immer dieses typische Egoistische in solchen Spielen. Das gibt's bei Red Orchestra zum Beispiel nicht. Der rennt einfach mitten in feindlichen Stützpunkte rein, während ich eine Granate schweiß, weiter noch feindliche Soldaten waren. Also das verstehe ich manchmal nicht, ganz ehrlich. Das ist doch wieder hier so ein typisches... Oh Gott, das ist aber knapp hier. Ich mach schnell die Stilangranate. Los, Pikachu, du bist dran. Komm, werf noch einer hin, weil wir schon so viel haben. Ich weiß gar nicht, ob wir Munition überkaufen müssen. Ich habe eben vorhin in den Aufrüstungsmenü gesehen, dass es da... dass es da bestimmte Munitionspakete gibt, die man kaufen muss. Und Munition halt einfach. Das ist natürlich die Frage... müssen wir, wie bei World of Tanks, jedes Mal Munition kaufen für die Panzer oder für die Soldaten hier? Boah, bin ich auch schlecht gerade. Scheiße, ey. Aber ihr seht mich auch nicht wirklich, ne? Also, ihr seht schon, hier sind Spieler dabei, die checken gar nicht, was abgeht hier. Schon sehr interessant. Und auch sehr witzig, muss ich sagen. Gucken wir mal, haben wir wieder Granaten dabei? Gucken wir mal. Diese Panzerfaust, nehmen wir gleich mal mit. So, Handgranaten, doch, die haben wir da. Okay, das heißt, wir brauchen anscheinend keine Munitionspakete kaufen. Obwohl da irgendwas mit Munitionspakete steht, deswegen verstehe ich das nicht ganz. Ich kann meine Panzerfaust fallen lassen, oder? Wo ist er denn hin? Da ist er. So. Kann ich in den Jeep anscheinend bitte? Geht das oder muss ich auch ein Ticket bezahlen fürs Beifahrer? Enter Kübelwagen, genau so hieß das Ding. Der Kübelwagen. Ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller der war. Bestimmt nicht VW, oder? Das würde, glaube ich, keinen Sinn machen. Ach komm, dann gehe ich mal wieder raus. Komm, du. Kiebelsack, du. Mein Gott, diese Egoisten hier, die egoistischen Deutschen, ja, wie auf der Autobahn. Drängeln und immer einen auf Meister cool machen hier. Wenigstens bin ich dann so freundlich und lassen auch ans MG dran, ja.
hätte ich auch nicht machen müssen, glaube ich. Aber ich will mal nicht so sein hier. Bislang ist die Community ja doch recht okay. Also bislang habe ich noch keine bösen Beleidigungen gesehen, außer dass die Fahrer nicht fahren können. Komm auch aufzuschießen hier, was ist denn das? Gott, oh Gott. Soweit ich weiß, haben die Fahrzeuge auch nur begrenzte Munition. Jedenfalls habe ich das gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben unter euch, die das schon länger gespielt. Alter, der fährt ja blöd wie ein Assi, ey. Mein Gott, ey, das ist ja nicht mehr schön. Ich müsste das Ding hochspringen jetzt mit der Panzerfaust. Aber ich lasse es doch mal lieber. Naja, hup mal so, wie du willst. Ich gehe jetzt zu Punkt, oh, hier mein Gegner. Ach komm, ich hätte jetzt keine andere Möglichkeit. Ich musste das tun, außerdem ist das eine spielende Waffe und ich darf die nutzen. So wie ich sie möchte. So, noch habe ich einen Gegner hier? Nee, ne? Also die Roten gehen dann relativ schnell ein. Ihr seht, wie man sie anstellt. Sind die Roten eigentlich recht schnell vorbei. Komm, schnapp ich mir mal hier. Mach's gut. Ja, es hat schon auf jeden Fall seine lustigen Seiten. Also mir gefällt es bislang wirklich sehr gut, das Spiel. Macht einen guten Eindruck. Gerade für Free-to-Play-Spiele ist es immer so, ja, so ein Segen, so ein Wunder, wenn sie mal wirklich einen guten Eindruck machen. Ich meine, ich fand auch World of Tanks richtig cool. Das können wir ja auch mal spielen demnächst, wenn ihr das wollt. Habe ich auch schon ganz gut gespielt eigentlich. Auch einen guten Panzer. Ich glaube, den Hetzer habe ich da schon. Deswegen könnt ihr mal in den Kommentar posten, ob ich auch mal World of Tanks spielen soll irgendwann mal. Aber so andere Spiele, es gibt ja auch genügend Beispiele für Free-to-Play, die einfach nur bla sind, ja. Also, die machen für eine Minute Spaß und dann hast du keinen Bock mehr. Weil sie nur so grottig sind. So, wie ihr seht, wir brauchen noch einen Punkt. Dann haben wir das Ganze geschafft hier. So, gucken wir mal, was haben wir für ein MG hier drauf? Sieht nach einem MG43 aus. Oder ein MG42. Ich glaube, es ist ein 43er. Ach, man kann die Perspektive ändern, das ist schön. Ich denke, das ist Battlefield 1942 hieß es, genau. So, können wir immer so machen. Allerdings von vorne. Können wir immer sehr schöne Videos machen. Ist aber schon Ewigkeiten her, Leute. Also, die Höhe kann man nicht verstellen, ne? Die Reichweite. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Huch! Was war das denn gerade? Bild auf und ab? Auch nicht, oder? Nö. Ja, das hast du sehr schön gemacht, Fahrer. Vom Kübelwagen. So, sieht's aus, ob wir jetzt schon gewonnen hätten. Nee. Das ist Punkt C, ich dachte, es wäre Punkt A hier gewesen. Jetzt fahr doch mal voran hier. Komm, fahr doch mal. Komm, hopp, 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 hopp. Ja, Kübelwagenfahrer. Machen Sie mal hinne. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen doch den Krieg hier gewinnen. Oh Gott. Wäre ich doch ganz gut, dass man Geld bezahlen muss, um Fahrzeuge zu fahren. Damit man auch fähige Fahrer hat. Oh, okay, das. Ja, ja, ja. Okay, der ist tot. Legen wir mal ganz kurz hin und heile mich mal ganz kurz. Irgendwie in jedem neumodischen Shooter gibt es natürlich auch Auto-Heal. Das muss ja, ne? Ist ja Standard heutzutage leider. So, Punkt A ist ja da unten. Boah, die ist aber ein Nahkampf. Scheiße. Alter, ich treffe den jetzt. Hier. Oh, fuck, ich wollte gerade Handgranate aufwerfen. Verdammt, und die ist aber auch scheiße im Nahkampf, muss man sagen. Ganz ehrlich. Also, die ist jetzt wirklich sehr gut. Was haben wir für Teams hier eigentlich? Okay. Nicht mal das hier, was passiert da? Habe ich eine andere Klasse jetzt rausgenommen? Was habe ich das für Waffen? Ne, ohne die gleichen Waffen, okay. Ah, die Tür geht sogar zu, sehr schön. Ja, die reporten wir einfach mal. Wow. Die reporten wir einfach mal. Ach ja, wie im Kindergarten. Macht dafür mal ein T-Bag. Ja, ja, okay. Wie gesagt, Community ist also soweit. Ist eben seit scheint okay. Nicht ganz so behindert.
Ja, okay, egal. Wir ignorieren einfach das mal. Haben wir gar nicht gesehen. Immer geht ja die Folge schon mal etwas länger als die letzte Folge. Gerade hier eingenommen, wirklich. Wollte mich verarschen. Ich muss gleich mal gucken im Gameplay, beziehungsweise in den Steuerungsmenü, ob man da die Steuerung mal ändern kann, richtig. Wir müssen kurz hin. Input Settings, gucken wir mal. Show Crosses, nee, will ich ja gar nicht. Ach nee, gibt's gar nicht. Okay, gut, hat's erledigt. Mal gucken aufs Kriechen und sowas, ob es das getoggelt gibt, also nur einmal drücken und gleich kriechen, beziehungsweise gekriecht laufen kann. Das geht aber nicht. Beziehungsweise geduckt heißt das ja nicht gekriecht. Was ist das für ein Ausdruck? Geduckt natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, die Kübelwagenfahrer sind auf dem Server nicht sehr stark vertreten. Können auf jeden Fall nicht fahren. Guckt euch an, die Waschlappen hier. Typisch deutsch, ja? Querfeld ein. Mit dem Kübelwagen. Oh Mann, ey. So, irgendwelche Gegner, die wir hier sehen? Nee. Also auch lichteffektmäßig muss ich sagen, sieht das ganz cool. Also Grafik ist eigentlich voll in Ordnung. Also geht komplett klar. Ich denke mal, für ältere PCs ganz gut geeignet. Und das ist immer gern gesehen bei Free-to-Play, das muss ja auf einem breiten Massenmarkt ausgelegt werden. Das kann ja keine Crisis-Grafik bieten. Das ist ja dann, glaube ich, dann nicht für die Masse getaugt. Ich weiß nicht, wie das bei Warface aussieht. Ob das überhaupt, ist das überhaupt schon draußen? Ich weiß gar nicht. Also in Russland spielen sie das wie verrückt, aber ist das in Deutschland schon draußen, Warface? Diese Free-to-Play-Scheiß von Crytek? Die ja schon fast insolvent gegangen sind, wenn sie nicht ihre Marken verkauft hätten, wie Homefront? Eieiei, Mensch, da geht's aber einiges ab dort in Hause Crytek. War gerade ein Gegner, oder? Ich darf in der Waffe nicht so sehr in den Nahkampf gehen. Vielleicht finde eine andere Waffe. Weil das G43 ist wohl im Nahkampf recht beschissen. Was wieder zeigt, diesen Free-to-Play-Effekt. Mein Barrett Orchestra killst den Nahkampf trotzdem einen mit einem Schuss. Aber hier, der triffst du gar nicht. Auch wenn du drauf, genau drauf ziehst, das verstehe ich nicht richtig. Sieht nicht aus. Hier, vierter Platz momentan. Okay, gut. So. Weil das ist schon alle tot, das schießt halt auf das Fahrzeug drauf. Schießt auf die Fahrradfahrer da drüben. Boah, ist ein Gegner. Hat einen Spaten gehabt. Mensch. Was ein Spaten. Hahaha. Gott. Hashtag schlechte Viperwitz am Sonntag. Ach Gott, wie sieht's denn aus? Haben wir noch Platz 3? Mal kurz ducken hier. Ich bin, glaube ich, mitten in die feindlichen Linien gelandet. Das ist nicht so toll. Handgranate, du bist dran. Los, mach mich glücklich. Mach Papa stolz. Oh. Okay. Wo sind denn die hier? Wo sind die Stielhandgranaten geflogen? Die habe ich da drüber geworfen. Wie peinlich ist das denn bitte? Eieiei, Viper. Da kannst du dich auch nicht in die Öffentlichkeit zeigen. Das ist ja hier schon mehr als peinlich. Die ist doch drüber geflogen, oder? Bin ich denn behindert? Gab es unsichtbare Wände? Was ist das für einer hier unten? Macht das alle kalt oder was? Der Albino hier, wie er heißt. Wie ist denn der Alki? Darf ich da auf ihn draufziehen? Diese Leute immer. Bleib mal stehen hier. Stopp! Stoppen Sie das Fahrrad, junger Mann! Ah. Du schießen da hinten, ey. Da ist ein Fahrrad, Moment. Das glaube ich mir noch. Ja. Tactical Fahrradfahren, ne? Wie man es so schön kennt. Cool, dass man Fahrrad fahren kann. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung namens DayZ. Gibt man sich ja mit Fahrradfahren aus. Und die Klingel geht, die Klingel geht, das ist sehr wichtig. Das war damals der wichtigste Patch-Note, müsste der wichtigste Patch damals. Welches Spiel war das nochmal? Battlefield. Bad Company 2. Da gab es, glaube ich, keine Hupen am Anfang. Da haben sie es irgendwie reingepatcht dann. Dann die wichtigste Funktion im Spiel. So, da hat man gerade jemanden wieder rumrennen sehen hier vorne.
Den Ami hier, wo ist denn der Ami? Komm her, Ami, Amerikaner, wo bist du? Der böse, böse Amerikaner. Wo ist er denn? Haben wir auch gerade gesehen. Ach, da hinten, Moment, nee, halt. Wenigstens funktioniert die Hitbox hier besser als ein Battlefield. Muss man schon mal gnadenlos zugeben. Glückwunsch, Dice, für dieses wahnsinnige Spiel. Okay, kann ich aufstehen mit meiner Steuerungstaste? Hey. Das ist echt unsichtbare Wände, ich glaub's nicht. Die Kanonen fliegen nicht wirklich hier weit. Ja, ah, fuck. Okay. Welche Waffe habe ich denn getötet? Schon überhaupt da? Geh mal kurz ein anderes Squad rein. Ich glaube, das. Mit diesem komischen Alki da, den möchte ich nicht im Squad sein, die ganzen Leute umbringen bei uns. Ja, es scheint, dass die Folge ein bisschen länger gehen wird. Ist natürlich. Ja, ein bisschen blöd. Ich dachte, die Runde ist relativ schnell gewonnen. Wir hatten ja am Anfang viel Glück eigentlich. Boah, Schluck auf. Haben ja am Anfang relativ viel Glück gehabt, wo wir da schon die ersten Punkte gehalten haben. Außer A. Und dann kommen die Amerikaner zurück und schlagen uns mit unseren eigenen Waffen. Wow, ich muss auf mein Schlachtfeld achten. Ach, das ist ein Sniper. Guck das mal an. Tja, es kann es aber gewesen, aber sah auf jeden Fall sehr gedeckt aus. Sieht der aus eigentlich? Ach so, okay, das sieht man natürlich. Auf die Entfernung sieht das natürlich sehr schön getarnt aus. Hat eigentlich ganz gut gemacht, der Kerl. Der da hat sich verraten mit seinem Mündungsfeuer. Das mit der Waffe im Nahkampf aber gar nichts, ne? Muss wirklich stehen bleiben, der Kerl, und dann. Kannst du dir jetzt umschießen? Das ist ja echt Gewöhnungssache, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Grease Gun. Das, die ist cool. Die kennen die sogar wirklich. Die ist bestimmt im Marktkampf ziemlich geil. Huch. Aber auf der Entfernung ist das, glaube ich, nicht so wirklich die optimale Lösung. Gucken wir mal. Gleich mal reporten. Wenn es die Funktion schon gibt, dann müssen wir sie auch nutzen. Und immer noch steht es 1-1, wie ihr oben links sehen könnt. Also, es bleibt spannend in der Runde. Die nicht, gar nicht so lang gehen sollte. Not mein Gefühl, aber na gut. Kann ja nicht schaden. Wird bestimmt irgendeinen Timer auch geben, oder? Gibt es hier einen Timer? Total Spawnings Left. Okay, wir haben 381 Tickets noch. Das könnte natürlich dauern, bis die weg sind. Bei jetzt 10 Spielern insgesamt. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Das klang gerade wie ein Gewitter, aber ich glaube, das war ja, Artillerieschüsse, oder? Dieses Grummeln im Hintergrund. Also ich meine jetzt nicht mein Fenster jetzt, was hier da draußen schön flackert, wegen den Blitzen, aber nee, ich meine es im Spiel selber. Oh. Ah, daneben. Du dummer Amerikaner. Kannst du mit deiner Panzerfaust nicht umgehen, Junge. So, sieht's aus. Punkt A ist eigentlich in unserer Gewalt gleich. Wenn wir es denn richtig anstellen. Bleib doch mal stehen, Junge! Ah, okay, der muss das Fahrrad wieder herhalten. Muss ich wieder treten? Noch jemand? Ja, komm hier. Kommt rein, die Säcke. Papa hat dich ewig Zeit. Los, hopp, 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 hopp. Der erste Mal zuerst. Sehr schön. So, bei C geht, glaube ich, gerade der Outpost zu Ende. Warte mal, das gefällt mir nicht so. Mann, jetzt greifen sie schon der B an, Alter. Was machen wir denn nur? Ja, ich würde sagen, ich würde ein Level Cap machen, also hier einfach mal so ein Cut bei 25 Minuten. Das haben wir noch 5 Minuten Zeit ungefähr. Ich glaube, das muss reichen. Weil ich auch noch im Anschluss eigentlich noch was anderes machen sollte.
Aber da die Runde jetzt wieder so lange geht, da muss ich mich echt ein bisschen beeilen. Müsste leider damit klarkommen erstmal. Weil gerade die Gamescom-Zeit, da muss wirklich sehr viel produziert werden, sehr viel vorausaufgenommen werden, sehr viel organisiert werden. Das zieht wirklich und schluckt viele, viele Stunden. Und die habe ich nun mal nicht. Das ist das Problem. Deswegen hoffe ich doch mal, ihr seid einverstanden, wenn ich nach 25 Minuten einfach mal sage, lo, stopp. Nichts geht mehr. Gerade B wieder eingenommen. Ach. Ja, unser Team ist nicht wirklich gut. Also da war das von letzter Woche noch deutlich besser. Oh, ich muss, bin ja schon am Punkt. Ich muss aufpassen, was auf dem Schlachtfeld abgeht hier. Wo ist er denn? Das hat mich auch auf, dass man jedes Mal, wenn man zieht, dass man die Waffe abnimmt. Ah, ist ich gekillt. Mit einer MK2 Handgranate, so. Fahrrad fahren, da ist der Wagen da, nee, der ist nicht da. Man pfeift ja die ganze Zeit. Ich habe einen Charakter, der sehr gerne pfeift in seiner Freiheit. Ja, ist auch mal schön, so eine schöne Radeltour mitten im Krieg. Könnten eigentlich Post überbringen, fällt mir gerade mal so auf. Könnten Radmeister werden. Macht das jetzt Sinn, Richtung B zu stampeln? Warte mal, ich gehe mal runter hier. Versuche mal, die so ein bisschen zu flankieren. Okay, das ist unser Wagen. Ich wollte gerade sagen, kommt gerade ein Jeep auf uns zugefahren. Das ist der Kübelwagen wieder. Ich kann diesen Begriff nicht oft genug sagen. Hashtag Kübelwagen. Los, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich will das lesen. Sehr oft auf jeden Fall. Wie gesagt, nächste Woche ist ja die Gamescom-Woche. Da ist nichts mit Heroes and Generals, da kommt was anderes. Was es ist, kann ich euch nicht sagen. Das ist noch ein kleines Geheimnis. Ich hoffe, es kommt gut an. Aber die Woche wird sowieso sehr, sehr wild aussehen für euch. Aber ich denke mal, das ist okay, weil eben, ja, ne, wie gesagt, ist halt Gamescom-Woche und das sieht halt alles sehr, sehr eng aus. Jetzt haben wir fast die Runde gewonnen, jetzt nehmen sie schon die Punkte ein. Ach. Wobei, nee, warte mal, A wird eingenommen. Und B wird eingenommen. Ja, passt doch mit 25 Minuten, oder? Jetzt wird C wieder eingenommen. Ach, scheiße. So, ich hätte die Panzerfaust mitnehmen müssen aus dem Haus, aber. Wer hätte das ahnen können, dass hier vorne schon so viele Gegner sind? Okay, der eine hat einen. Der hat die Panzerfaust gehabt, aber. Da ist einer. Zack! Weg ist er. Hier sind nicht auch Statistiken, die sind immer Platz 3. Na gut, kann man mit leben eigentlich. Okay, der hat mich erwischt. Noch jemand ohne Fahrschein? Okay. Ja, ich glaube, Runde 25, ich glaube, ich würde sagen, nach dem Punkt einnehmen, machen wir hier mal Schluss mit heute. Ich weiß nicht, ob die Erfahrungspunkte hier gespeichert werden. Das könnt ihr auch mal in die Kommentare posten. Wie gesagt, schreibt eure Tipps rein in die Kommentare. Ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen Tipp von euch. Damit das Gameplay in der nächsten Folge, die dann in, lasst mich lügen, 2 Wochen ungefähr kommen sollte, wenn das alles stimmt mit dem Organisatorischen, den ich hier geplant habe, kommt die nächste Folge dann die Woche drauf nach der Gamescom. Natürlich wieder Sonntag. So, die Punkte auf jeden Fall, wie gesagt. Ja, und ich kann ja schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, damit ich weiß, dass das Projekt sehr gut bei euch ankommt. Und ansonsten, wie gesagt, in 2 Wochen sehen wir uns am Sonntag wieder bei Heroes and Generals zu einer neuen Folge von dem Schlachtfeld, der eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil das Spiel doch recht viel Spaß macht, muss ich sagen. Ja? In diesem Sinne, macht's gut, Freunde, haltet die Ohren steif und wir sehen uns hoffentlich auch schon auf der Gamescom. Bis dahin, macht's gut, ciao.